Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video von Jungle Heat. Ihr seht hier wieder meine Base und ich wollte euch mal wieder einen kleinen bzw. einen großen Loot-Angriff zeigen. Das letzte Mal war es 1,5 Millionen Elixier und dieses Mal ist es insgesamt was mehr. Elixier was weniger, dafür Gold mehr und insgesamt auch was mehr. 607.803 Gold und auch fast 1,15 Millionen Elixier. Ich zeige euch den Angriff, wir gehen direkt rein. Ihr seht, hier ist schon mal ziemlich viel Elixier drin. Ich bin mit 8 Level 3 Packers hier reingegangen. Für die, die Clash of Clans nicht kennen, das sind Eisenstürme. Und dann habe ich mir hier schon mal das erste Elixier geholt. Man sieht schon, über 500.000 Elixier habe ich schon. Hinten gehen auch noch ein paar Packers rum. Die holen sich dann gleich noch das restliche Gold und noch das Elixierlager. Da gehen die Packers rein, halten es aber nicht mehr lange aus. Und das meine ich hier. Hier kommen die nächsten Packers. Gehen auf die Level 8 Mauern, da wurde das eine Elixierlager zerstört, um noch was Elixier zu kriegen. Gold haben wir bis jetzt noch nur 50.000, aber das wird sich jetzt auch ändern. Man sieht, hier sind noch ein paar Packers im Werk beim normalen Gebäude zerstören und hier kommen dann die Packers zu den ganzen Maxed Out Gold Minen, die richtig voll sind, und zu dem Maxed Out Lager, das auch ganz voll ist. Und dann haben wir auch schon den ganzen Loot vom Elixier her. Es fehlen nur noch 200.000 Gold und den haben wir dann gleich auch. Den musste ich jedoch mit Raketen, also mit Clash of Clans Blitzzaubern machen. Doch ich bekam trotzdem noch viel Gold raus. Dann hatte ich keine Truppen mehr, musste aufgeben, aber trotzdem, der Loot ist mal wieder bombastisch. Insgesamt 1.757.248. Und ja, das habe ich jetzt gerade im Kopf zusammengerechnet. 83.000 Gold waren noch übrig. Ein paar Pokale für den Clan und für mich selbst auch. Und ich hoffe mal, euch hat dieser Angriff gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.